An diesem Wochenende feiert Schweden seine Monarchie. König Carl Gustav XVI. Sitzt seit genau 50 Jahren auf dem Thron. Mit verschiedenen Veranstaltungen soll dieses Jubiläum begangen werden. Rund 60% der Schweden stehen dem Königshaus positiv gegenüber. Seit fast zwei Jahrzehnten hält sich dieser Wert stabil. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Der König ist ein bisschen wie wir. Wir sind kein sehr leidenschaftliches Volk. Wir sind eher sanftmütig. Und der König ist auch so. Und ich glaube, das ist etwas, was die Leute sehr an ihm schätzen. Die Leute mögen die königliche Familie. Die meisten Leute sagen, es ist schön, dass wir einen König und eine Königin haben, denn ansonsten hätten wir einen dieser langweiligen Politiker auf diesem Posten, den keiner mag. Sie haben also eine große Unterstützung in der Bevölkerung. Carl Gustavs Vater starb bei einem Flugzeugabsturz, als er 10 Monate alt war. Deshalb ging 1973 die Thronfolge von seinem Großvater direkt auf ihn über. Der alte König war 91 Jahre alt, sein Nachfolger 27. Die 1970er Jahre waren eine sehr spezielle Zeit in Europa. Carl Gustav musste modern werden und das war auch sein Motto für Schweden. Er wollte, dass sich die Monarchie zeitgleich mit der Gesellschaft weiterentwickelt. Das ist Carl Gustav auf jeden Fall gelungen. So haben alle seine 3 Kinder öffentliche Schulen besucht, im britischen Königshaus undenkbar. In Großbritannien herrscht eine Art Besessenheit in der Öffentlichkeit und in der Presse über alles, was im Buckingham-Palast oder auf Schloss Windsor passiert. Hier ist das anders. Hier wird über Skandale oder Verfehlungen nicht groß gesprochen. Selbst wenn man weiß, dass es so etwas gibt, wird sich darauf nicht fokussiert. Die meisten Menschen hier mögen das einfach nicht. Die Mehrheit der Schweden mag nicht nur den König, sondern vor allem seine Thronfolgerin Victoria. Viele wünschen sich gar, dass Carl Gustav früher abdankt und das Zepter an seine älteste Tochter übergibt. Das allerdings halten Experten eher für unwahrscheinlich.